Verehrtes Publikum, guten Tag. Herzlich willkommen. Drittes Termin in unserer Reihe Sturm und Drang. Ich habe nach der Definition von Sturm und Drang gesucht und ich bin auf diese Wörter gefallen. Deutsche literarische Bewegung des späten 18. Jahrhunderts, die Natur, das Gefühl und den menschlichen Individualismus hervorhob und versuchte, den Kult des Rationalismus, der Aufklärung zu überwinden. Jetzt in der Musik ist natürlich ein bisschen anders, weil die Sachen gehen sehr oft zusammen. Sturm und Drang bezieht sich auf das Bedürfnis der Künstler, ihr Innenleben auszudrücken. Ein Innenleben oft gequält und gestört, das sich nicht im Einklang mit der Vollkommenheit der Natur sieht. Und mit dem Sturm und Drang der Künstler, schon befreit von der Last der Gottesunterwerfung dank der Aufklärung, fängt an, seinen Ich ausdrücken und bestätigen zu wollen. Jetzt, das klingt für Haydn ein bisschen fremd vielleicht, weil Haydn ist wirklich ein großer Vertreter der Aufklärung der Musik. Aber es gibt eine Periode, die die Musikwissenschaftler als Sturm und Drang bezeichnen, im Haydns Schaffen. Und die Sonate, die wir jetzt hören, wurde 1771 komponiert und ist für viele Aspekte die erste. Es gibt einen britischen Musikwissenschaftler, als sie als Haydns Appassionata genannt. Und hat sich natürlich auf Beethovens Opus 57 bezogen damit. Diese Sonate, 71 komponiert, wie gesagt, und 9 Jahre später herausgegeben, zusammen mit anderen 5 Sonaten. Und alle 6 sind 2 Pianistinnen gewidmet, 2 Schwestern, Katharina und Marianne Auenbrugger. Die waren anscheinend hervorragende Musikerinnen. Marianne war auch eine sehr gute Komponistin. Und dementsprechend sind die technischen Ansprüche von diesen Sonaten höher, als was Haydn vorher für Klavier geschrieben hat. Das war vor allem für Amateure gedacht. So ist die erste zum Beispiel, die den Namen Sonate trägt. Davor hatte Haydn diese Klavierwerke immer Divertimenti oder Partite genannt. Und ab jetzt nennt sie immer Sonate. Und es ist auch das erste Werk, wo präzise dynamische Hinweisungen stehen, nicht nur Forte und Piano, sondern viele Diminuendo, Crescendo und auch Pianissimo, was darauf hindeutet, dass das Werk höchstwahrscheinlich für Klavichord oder Fortepiano gedacht wurde und nicht für Cembalo, wie davor. Danach hören wir ein weiteres Haydn-Sonate, in F-Dur, die 2 Jahre nach der C-Moll-Sonate geschrieben wurde, aber ist wieder von Haydns herabener Heiterkeit geprägt. Das hat mit Sturm und Drang wenig zu tun. Aber den zweiten Satz von dieser Sonate, Konzert, das eine des tragischsten und wirklich Sturm und Drang Werke ist. Als zweites Stück hören wir tatsächlich ein Stück von Mozart. Bei Mozart ist anders. Wo ist mein Mozart? Ja, genau. Bei ihm schimmert die innere Zerrissenheit des Inneslebens immer wieder durch, selbst in den eitersten Werken. Das ist wirklich das Markenzeichen von Mozart-Größe, dass beide Aspekte immer zusammen sind. Es gibt aber auch bei Mozart einige Stücke,
die mehr als andere, als Sturm und Drang definiert und bezeichnet werden. Zum Beispiel, die erste ist vielleicht die G-Moll-Sinfonie, nicht die berühmte, sondern die erste, die geht so. Das ist mit 17 Jahren alt komponiert worden. Und das ist der Anfang der Sturm- und Drang-Periode. Und dann zwischen den Klavierwerken, wir haben zum Beispiel bei Mozart die D-Moll-Fantasie. Diese stürmischere Teile. Und so weiter. Was wir heute hören von Mozart ist die A-Moll-Sonate, geschrieben 1778 in Paris, wo Mozart mit der Mutter war. Eine lange Reise, dass er alleine mit der Mutter gemacht hat, von Salzburg zu Mannheim, zu Paris, und in Paris stirbt die Mutter von Mozart. Und in dieser Sonate, das innere Schmerzen von Beethoven und das private Schmerzen kommt wirklich raus. So, das ist ein bisschen für mich das Merkmal von Sturm und Drang, wenn etwas Privates rauskommt in der Musik. Schließlich hören wir Beethoven, und zwar nicht die Appassionata, das wäre zu einfach gewesen, sondern das Lebewohl, eine andere Sonate, eine der wenigen ausdrücklich programmatischen Stücke bei Beethoven. Nach der französischen Besetzung von Wien verließ der Erzherzog Rudolf mit dem kaiserlichen Hof die Stadt. Beethoven schrieb am Anfang im Manuskript: Das Lebewohl. Wien am 4. Mai 1809 bei der Abreise seiner kaiserlichen Hoheit des verehrten Erzherzog Rudolf. Und somit widmete er die Sonate seinem lieben Freund und auch geschätzten Schüler, für den seine Gefühle waren wirklich aufrichtig. Ja, man kann nicht so für viele Schüler von Beethoven sagen, dass er sie geschätzt hat. Aber bei dem Erzherzog Rudolf war wirklich so, und Beethoven hat einige Stücke, nicht wirklich unbedeutende Stücke, ihm gewidmet. Also das Trio natürlich, Erzherzog, aber auch ein paar kleine Sonaten, wie zum Beispiel die Hammerklavier, die ich natürlich nicht spiele, und Opus 111 auch. Gewidmet und auch sein größten Werk laut Beethoven selbst, die Missa Solemnis, das ist für ihn geschrieben. Der Verleger Breithoff und Hertel hatte auch Exemplare in Leipzig der Sonate mit französischen Titel rausgegeben. Und das hatte Beethoven nicht gerne gehabt, und das hat in einem Brief ganz deutlich erklärt. Er schrieb: Das deutsche Wort Lebewohl ist etwas ganz anders als les adieux. Es bezieht sich auf eine Person, der man herzlich verbunden ist, während sich der französische Ausdruck an einen unbestimmten Personenkreis richtet. So, diese interessante Bemerkung zeugt wieder von einem inneren und privaten Gefühl wirklich für eine Person. Das ist etwas sehr Persönliches. Und in diesem Sinn passt der Sonate das Lebewohl viel besser in unserem Programm wie die Appassionata.
deren Titel zweifellos apokryph ist und deren Inhalt bestimmt nicht von einem inneren Widerstreit aufgrund Liebesaffäre handelt, wie viele auch gemeint haben, sondern vielmehr von einem universellen Konflikt gegensätzlicher Prinzipien. So, in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen heute und bis nächste Woche. Danke.
Thank you.